Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie wenig Wertschätzung und wie wenig Priorität, der Finanzminister ist noch nicht mal da, hier die Landesregierung, ja, der Staatssekretär kann, glaube ich, hier nicht reden zum Punkt. Also bemerkenswert, dass noch nicht mal die Finanzminister zu diesem Thema im Plenarsaal ist. Das ist eigentlich in einer Reihe von Sachverhalten, von Begebenheiten, die zeigen, wie wenig Priorität diese Landesregierung hier dem Kampf gegen Steuerbetrug und für mehr Steuergerechtigkeit widmet. Zuletzt zeigte das ihr Umgang, hier eigentlich der Minister, der dort sitzen sollte, zeigte seinen Umgang mit zwei bundesweit renommierten Steuerfahndern der erfolgreichen Wuppertaler Finanzbehörde. Frau Kollegin, stand eine Zwischenfrage von Herrn Moritz? Von Herrn Moritz? Ja. Jetzt schon, Herr Moritz? Ich habe gar nichts gesagt, aber bitte. Aber mit vielen Worten. Ja. Wenn das schon Anlass zur Nachfrage gibt, bitte. Frau Kollegin Düker, Sie haben gerade den Finanzminister kritisiert für seine Nichtanwesenheit. Können Sie denn in dem Zusammenhang erklären, warum Sie bei der vergangenen HFA-Sitzung, also bei der vorvergangenen, im nicht öffentlichen Teil, als alle Fakten auf den Tisch gelegt wurden, nicht im Raum waren, sondern stattdessen mit dem WDR ein Interview gegeben haben? Ich weiß nicht, was diese beiden Sachverhalte hier miteinander zu tun haben, wenn man den Raum einer Sitzung verlässt. Und was ich da draußen gemacht habe, Herr Moritz, dafür muss ich Ihnen keine Rechenschaft hier ablegen. Ja? Also, hier findet die Debatte statt. Die Regierung ist mit ihrem Minister nicht am Platz. Ich finde, das ist schon vielsagend genug. Ah, da ist er ja. Kriege ich das als Aufschlag auf meine Rede? Also, fangen wir noch mal von vorne an, Herr Minister. Schön, dass auch Sie jetzt hier erscheinen zu einer Rede, die wir zumindest für eine relevante für dieses Land halten. Und das ist nämlich die Frage, wie kann diese Landesregierung, wie kann dieses Land weiter erfolgreich gegen Steuerbetrug vorgehen und für mehr Steuergerechtigkeit sorgen? Sie haben in der Haushalts- und Finanzsitzung, in den letzten Haushalts- und Finanzsitzungen sehr klar gemacht, die Entscheidung, hier zwei der renommiertesten Steuerfahnder in diesem Land, wenn man sogar will, bundesweit, dass die in die Privatwirtschaft gegangen sind, ist in ihrer Verantwortung, nämlich mit Ihrer Entscheidung, und Sie haben gesagt, es war Ihre Entscheidung, diese Leitungsstelle für die Wuppertaler Behörde auszuschreiben, haben Sie das bewusst in Kauf genommen, dass hier der Weggang in die Privatwirtschaft mit all dem Wissen von diesen beiden Kollegen hier erfolgt ist. Beamtenrechtlich im Übrigen hätten Sie die Möglichkeit gehabt, die Leute halten zu können. Das wäre ganz sauber gewesen. Es gab ja noch nicht mal eine Überlastungsanzeige aus der Behörde, hier die ständige Vertretung weiter so im Amt zu lassen. Sie haben sich bewusst dagegen entschieden. Die Headhunter aus der Privatwirtschaft freuten sich. Für uns, für die Steuerzahlerinnen, für die Steuerzahler, für die Ehrlichen in diesem Land ein fatales Signal, ein fataler Braindrain. Und das wird diese Finanzverwaltung, Herr Witzel, spürbar schwächen. Und genau das ist in Ihrer Verantwortung. Wenn das nicht schon genug wäre, ja, nicht schlimm genug, gibt es jetzt auch noch fatale Widersprüche in dieser Koalition über den weiteren Ankauf von Datenträgern. Und da muss man mal sagen, worüber reden wir da? Wir reden hier über in der Vergangenheit 11 Ankäufe in NRW von Datenträgern. Für 19 Millionen Euro hat NRW hier eine Welle von Selbstanzeigen auch ausgelöst. Bundesweit haben sich damit etwa 120.000 Bürgerinnen und Bürger selbst angezeigt. Das Ergebnis war für die Steuerkasse 7 Milliarden Euro Mehreinnahmen. Allein in NRW konnten wir hier rund 2,4 Milliarden Euro dahin wieder zurückführen, wo es hingehört, nämlich hinterzogenes Steuergeld, das eigentlich für die Finanzierung unseres Gemeinwesens gedacht war. Und da haben wir das wieder hin zurückgeführt. So, darüber reden wir. Und Herr Minister, auch wenn Sie hier gebetsmühlenartig vortragen, gestern in der Fragestunde ja wieder, es ändert sich gar nichts beim Ankauf, nach Werthaltigkeitsprüfung entscheidet Sie, und zwar ganz alleine, Kabinett wird nur informiert und auch in der Vorlage vom Haushaltsfinanzausschuss steht, das wird alles irgendwie unverändert fortgesetzt. Diese eindeutigen Aussagen, bemerkenswerterweise, kommen nur von diesem Teil der Koalition und von Ihnen. Herr Moritz eiert da immer noch so ein bisschen rum, aber eigentlich ist das in sich ja eigentlich klar.
Nur schaut man zu Ihrem Koalitionspartner auf die andere Seite her, sieht das schon ganz anders aus. Und hier nur mal ein paar Zitate aus den letzten Jahren. Christian Lindner, gut, Sie sagen gleich, der hat hier mit NRW eigentlich gar nichts mehr zu tun, der ist ja weg. Klar, ich sage es trotzdem mal, was Herr Lindner hier für die FDP noch im Februar 2010 zum Beispiel, lässt sich fortsetzen, sagen: Der Rechtsstaat darf nicht Denunzianten und Diebe zu Handlungen ermuntern, die ihm selbst untersagt sind. Schauen wir hier auf die koalitionstragenden Fraktionen. Herr Witzel ist ja nach wie vor hier, hat sich noch nicht vom Acker gemacht. Herr Witzel, schön, dass Sie bei uns geblieben sind, sagt im Landtag dazu Folgendes. Das ist ja nun Ihre koalitionstragende Fraktion. Im Landtag im November 2012. Wir dürfen nicht Datendiebstahl gegen Steuerhinterziehung ausspielen. September 2015. Der Finanzminister, der damalige, sitzt in einer Glaubwürdigkeitsfalle. Er hat seine Steuerdatendiebe mehrfach mit Bargeld für ihre Straftaten honoriert. Das sind die Whistleblower, das sind für Sie Steuerdatendiebe. Oder zum Haushalt 2013, im September 2012 sagen Sie zu einer Haushaltsdebatte, wo kein Hehler ist, ist auch kein Diebstahl. Ja? Also genau diese Aussagen haben Sie alle noch mal im Haushalts- und Finanzausschuss wiederholt und bestätigt. Und Herr Minister, mir fehlt wirklich jede Fantasie, diese offenkundigen Widersprüche hier übereinander zu bringen. Ja? Uns geht es heute mit unserem Antrag, worum geht es? Uns geht es hier nicht um Vorführeffekte, es ließ sich fortsetzen, wie uneinig diese Koalition sich in diesen Fragen ist. Nein, es geht uns nicht um Vorführeffekte. Uns geht es darum, hier und heute die fatalen Signale, Herr Witzel, die Sie mit diesen Aussagen in die Lande schicken, zu korrigieren. Denn die Auswirkung dieser fatalen Signale, dass diese Landesregierung sich nicht mehr einig ist über den Ankauf von Steuerdaten, wenn Sie die Finanzbeamten hier als Hehler beschimpfen, ja, wenn Sie die Whistleblower hier als Datendiebe beschimpfen, ja, wer bitte schön meldet sich denn dann morgen noch vertrauensvoll bei dieser Finanzverwaltung, um werthaltige und wichtige Informationen von Steuerbetrügern weiterzugeben? Und Herr Minister, ich erwarte von Ihnen hier und heute hier ein klares Signal, dass Sie diese Aussagen Ihres Koalitionspartners hier korrigieren werden, um weiter für mehr Steuergerechtigkeit, gegen Steuerbetrug, dass diese erfolgreiche Tradition in NRW hier nicht fatalerweise zum Erliegen kommt und tatsächlich dann am Ende hier die Sektkorken bei denen knallen, die hier Steuern hinterziehen und unser Gemeinwohl massiv schädigen. Herr Minister, ich bin gespannt, was Sie dazu heute zu sagen haben. Danke.